Ja, wir sind wieder da. Mit ihm? Hier? Gucken, wie enthusiastisch er ist. Offenbar hat es hier schon lange kein Feuer mehr gegeben. Aha. Ich will keinen Tee kochen. Na, er ist immer noch sehr enthusiastisch. Eine alte Zeitung. Ja, das letzte Mal schon gesagt. Was hatten wir denn hier eigentlich? Hier einen Schlüssel, Füllfederhalter und das war's. Ich sehe nichts von Interesse. Echt nicht? Zeig dir mir das doch noch an. Davon brauche ich nichts. Mache. Ich sehe nichts von Interesse. Kann man das mit irgendwas kombinieren? Das gibt alles keinen Sinn. Nee. Wir haben eine Zeitung auf dem Boden liegen. Wir haben einen Ofen. Da ist kein Feuer. Pass auf. Er ist leer. Nee. Bis auf die Asche. Mach keinen Scheiß. Kannst du jetzt die Zeitung nehmen? Ich will mir daran nicht die Hände schmutzig machen. Zieh Handschuhe an. Er ist leer. Bis auf die Asche. Okay. Brennholz. Das nützt mir nichts. Fern? Das nützt mir nichts. Ich habe dafür keine Verwendung. Oh, du bist so sinn. Nee. Nutzlos. Nur altes Papier. Nein, tatsächlich sind das Zeitungsausschnitte. Ich sehe sie mir an. Junger, begabter Chemiker erntet erneut Anerkennung. Schon zum zweiten Mal in diesem Jahr hat der vielversprechende Chemiker Richard Gordon wohlverdiente Aufmerksamkeit erregt. Diese Woche gab er bekannt, dass seine Arbeit zahlreiche Verbesserungen auf dem Gebiet der Blutforschung bei Säugetieren mit sich bringen wird. Wollen wir ihm bei seiner Arbeit viel Glück wünschen. Seine Forschung auf dem Gebiet der Biochemie ist bahnbrechend. Daily Times, 1900... Der Text danach ist unleserlich. Ich wusste gar nicht, dass wir einen berühmten Chemiker in der Familie haben. Tja. Ich kann darin nichts sehen. Meine Taschenlampe haben wir nicht. Es ist völlig dunkel da drin. Ich kann darin nichts sehen. Ja. Hier. Das nützt mir nichts. Sie mich verarschen. Wir haben hier einen Ofen. Ist ja nichts auf dem Tisch, was sinnvoll ist. Ich habe hier eine alte Zeitung. Da geht eine Taschenlampe. Wir haben Holz. Aschenbecher. Was ist denn mit dieser Kackschuppe? Davon brauche ich nichts. Die Patrone enthält blaue Tinte. Aha. Ein Imbusschlüssel für Sechskantschrauben. Ja, interessant. Durch das Loch kommt bestimmt eine Menge Wasser rein, wenn es regnet. Wenn Richard sich in diesem Haus aufhält, dann bestimmt nicht in dem Zimmer mit dem Loch in der Decke.
Ja, und wo ist denn der Richard? Hier konnte man doch auch irgendwas machen, ne? Merkwürdig. Die Erde hier hat eine andere Farbe als anderswo im Garten. Das Schloss hält das Gitter zu. Ich bin nicht mal mehr in der Map. Warum nicht? Komm ich jetzt hier nicht mehr weg? Oh nein, ich bin gefangen. Hallo? What? Puh, ich komme jetzt hier in der Hütte gerade nicht weiter. Ich würde sagen, er ist von dem alten Schloss erhalten geblieben. Genau wie das alte Tor. Mhm. Das ist schön. Komm ich hier? Hallo? Nur noch das komische Fenster. Von hier aus kann man nicht hineinsehen. Das Ding am Ohr. Habe ich den Draht gefunden, ne? Wenn ich jetzt am Hahn drehe, müsste das Wasser eigentlich fließen. Ich brauche aber gerade kein Wasser. Aber das ergibt keinen Sinn, was du da erzählst. Oh, gucken wir uns mal den Baum an. Schön. Können wir miteinander reden? Klar, der freut sich drauf. Was wollen Sie? Was ist das? Louis, ich möchte einen Blick ins Familiengrab im hinteren Garten werfen. Da gibt es nichts zu sehen, Sir. Darüber werde ich entscheiden. Können Sie es für mich öffnen? Nö. Nein, Sir, kann ich nicht. Madame hat es ausdrücklich verboten. Ich darf niemanden reinlassen. Es wird doch nichts Schlimmes passieren, wenn Sie mich reinlassen. Leihen Sie mir Ihren Schlüssel. Nö. Ich bringe ihn gleich zurück. Niemand wird davon erfahren. Nö. Es bleibt unter uns beiden. Madame würde mich bestimmt entlassen, wenn ich gegen ihre ausdrückliche Anweisung verstoßen würde. Ich kann nichts machen. Offenbar will Louis das Gitter nicht aufschließen. Naja, wenigstens weiß ich jetzt, wer den Schlüssel hat. Ich glaube, ich gehe jetzt. Mhm. Schönes. Ich kann jetzt noch nicht gehen. Ich kann noch nicht gehen. Ich gehe zurück. Das war ein Versuch. Ich habe blaue Tinte. Und irgendeinen Kack-Schlüssel für irgendwas. Nach oben können wir nicht. Muss wahrscheinlich irgendwas in dem Raum sein. Nun. Ja? Viele Fragen. Ich war in dem alten Haus, aber Richard war nicht da. Es sieht dort so aus, als wäre seit Jahren niemand mehr da gewesen. Tatsächlich? Das ist seltsam. Aha. Die ganze Zeit über habe ich geglaubt, er würde dort an etwas arbeiten. Andererseits überrascht es mich nicht so sehr. Denn er neigt ein bisschen zur Heimlichtuerei, wenn es um seine Experimente geht. Du bist sicher, dass du ihn hier im Schloss nicht gesehen hast? Natürlich bin ich das. So groß ist dieses Haus auch nicht. Ich würde es mit Sicherheit wissen, wenn er hier gewesen wäre. Richard scheint wirklich ein komischer Kauz zu sein. Darf ich dich fragen, wie die Komposition heißt, die du da spielst? Das ist eine ganz alte Melodie. Ich liebe diese Musik. Sie ist so melancholisch.
Wenn es dich interessiert, kann ich heute Abend wieder für dich spielen. Das würde mich sehr freuen. Nein. Ich habe mir euer Familiengrab am Ende des Gartens angesehen. Es sieht recht gut erhalten aus, im Gegensatz zur Ruine auf dem Hügel. Ja, aber das Fundament versinkt allmählich im Morast. Ich habe keinen Schimmer, was man dagegen tun kann. Der Sumpf breitet sich immer mehr aus. In einigen Jahren werde ich ihn von meinem Fenster aus sehen können. Und diese ärgerlichen Insekten werden überall sein. Habe ich richtig verstanden, dass niemand das Grab betreten soll? Ich möchte dich bitten, für mich eine Ausnahme zu machen. Es tut mir leid, Samuel. Ich möchte wirklich nicht, dass es jemand betritt. Die Toten verdienen es, in Ruhe gelassen zu werden. Ich verstehe. Ich will dich nicht drängen. Doch. Ich habe Louis deine Nachricht überbracht. Bis zum Abend will er die Türklingel repariert haben. Danke. Ich glaube, ich gehe jetzt. Toll. Das hat mich jetzt richtig weitergebracht, ne? Oh. Also muss es irgendwo da sein. Irgendwas in dieser Hütte habe ich übersehen. Aber was? Ja, die Katze ist ja auch irgendwo hin. Ich muss mir irgendein Licht erstellen. Taschenlampe hat er nicht, Feuerzeug hat er auch nicht. Da haben wir ein Feuerzeug. Irgendwas. Treppe kann man auch nicht hochgehen. Ich dachte, der kommt jetzt schon wieder nicht rein. Halleluja. Ich habe hier ein Brennholz. Da ist eine alte Zeitung. Und ein Teekessel. Und da ist der Schrank. Es ist völlig dunkel da drin. Ja. Ich kann darin nichts sehen. Was muss ich denn da jetzt machen? Er ist leer, bis auf die Asche. Mhm. Kann ich? Das geht nicht. Stochen mal da drin rum, Junge. Auch nicht. Warte mal, geh mal dahin. Eine alte Zeitung. Geht's nicht mehr los jetzt, ne? Das Er ist ganz dreckig. Mach sauer. Was ist denn da los? Achso, das kann ich jetzt gar nicht mehr antworten. Verstehe ich jetzt nicht. Was mache ich denn jetzt hier? Das geht nicht. Hä? Hier ist doch eine Lampe. Kannst du die nicht nehmen? Was? Davon brauche ich nichts. Ja, ist schon klar. Ich komme ja nicht weit. Sie ist fest verschlossen. Ein Benzinfeuerzeug. Ja! Der Docht fehlt. Und eine Kerze. Guckst du? Ja! Taschenlampen gab's da noch nicht.
Okay. So. Ich habe keinen. Doch. Kriege ich denn jetzt doch her? Ich will keinen Tee kochen. Hier war eine blaue Tinte drin, ne? Warte mal. Ich will mal etwas versuchen. Ich hab einen Docht. Jetzt müsste das Feuerzeug wieder funktionieren. Die Hinterwand vom Schrank lässt sich beiseite schieben. Wo könnte der hinführen? Och, mach auf, Junge. Verdammt! Guten Tag. Wer zum Teufel sind Sie? Ich bin Samuel Gordon. Du hast mich halb zu Tode erschreckt. Sieh mir nicht voran. Was willst du? Entschuldigung, ich wusste nicht, dass jemand hier drin ist. Wie bist du hier reingekommen? Durch die Tür. Hinter einem alten Schrank entdeckte ich einen Gang und eine schmale Treppe, die nach unten führte. Ich stieg hinunter in die Dunkelheit und spürte einen Türknauf vor mir. Und als ich die Tür öffnete... Warum hast du dich so leise hereingeschlichen wie ein Dieb? Ich wollte gerade etwas sagen, aber du hast mich sofort entdeckt. Ich bin froh, dass du wenigstens nicht lügst. Die Probe in dieser Flasche war das Letzte, was ich von dieser Substanz hatte. Doch, Pech. Tut mir leid, dass ich dir Unannehmlichkeiten bereitet habe. Es war nicht meine Absicht. Doch, doch. Das hilft mir jetzt auch nicht weiter. Ich brauche diese Substanz dringend für ein Experiment, das ich heute Abend durchführen Nein, will. Nein, tu das nicht. Kann ich dir denn irgendwie Nein. helfen? Würdest du das tun? Nein! Ich werde es versuchen. Großartig. Die Flasche enthielt das Oxidationsmittel EX-52. Es ist weder ungewöhnlich noch teuer, aber es war mein letztes und ich bekomme erst nächste Woche eine neue Lieferung. Nächste Woche? Tja, wir sind hier ziemlich abgelegen. In den umliegenden Dörfern gibt es nicht einmal Fleckenentferner. Und wo soll ich dieses Oxidationsmittel herbekommen? Wenn ich das wüsste, würde ich es dir sagen. Du könntest dein Glück in Leechdale versuchen, müsstest aber bis zur Abenddämmerung zurück sein. Wenn du dich beeilst, müsstest du es rechtzeitig schaffen. Am Dorfplatz ist eine Apotheke. Da musst du hin. Ich werde sehen, was ich tun kann. Es ist Bor-Oxidationsmittel EX-52. Nee. Schreib es auf. Nein. Es hat eine kräftige blaue Farbe. Toll. Du kannst es nicht verwechseln. Ich verstehe. Und jetzt entschuldige mich bitte. Ich habe viel zu tun. Bor-Oxidationsmittel. Na, großartig. Ist es blau? Nehmen wir Wasser und kippen einfach die blaue Farbe darin. Ich nehme eine. Ah. Okay. Eine technische Zeichnung der Maschine in der Mitte des Zimmers, würde ich sagen. Okay. Unter der Zeichnung sind viele nicht zu entziffernde Formeln und Bemerkungen. Wissenschaftliche Bände. Physik. Astrophysik? Nichts, was mich interessiert. Natürlich nicht. Die Ketten führen zur Decke des Turms. Wenigstens etwas Sonnenlicht fällt durch dieses Loch in der Decke. Nimm mit. Das hat die gleiche Farbe wie der Inhalt des großen Behälters hinter mir. Das Zeug sieht ziemlich gefährlich aus. So etwas habe ich noch nie gesehen. Das Ganze ist wahrscheinlich Richards Erfindung. Den Kabeln auf dem Boden nachzuurteilen, hat es etwas mit Elektrizität zu tun. Er enthält bestimmt Chemikalien. Stimmt. Ich mache ihn nicht auf. Ich habe nichts reingestellt. Er enthält bestimmt Chemikalien. Warte. Ach,
kommen. Ich glaube, er hat schon seit Wochen kein Tageslicht mehr gesehen. Ich soll jetzt in die Stadt gehen. Habe ich jetzt eine Map? Ich will ins Tagebuch. Sie ist leer. Echt jetzt? Ich kann hier immer noch ran, ne? Kann ich jetzt in die Stadt gehen? Ich hätte gern wieder eine Map, das geht schneller. Oh, he's far, far away. Was ist denn los? Wo ist er hin? Oh, er gleitet dahin. Oh. Guten Tag. Können wir miteinander reden? Nö. Geh weg. Was wollen Sie? Immer noch die Klingel. Also, was ist mit der Türklingel? Sie ist defekt. Was dachten Sie? Das müsste schnell zu reparieren sein. Ich muss nur dahinter kommen, was das Problem ist. In Ordnung. Ich glaube, ich gehe jetzt. Ich kann nicht an den Werkzeugkasten, solange Louis hier ist. Er würde es bemerken. Ich kann nicht an den Werkzeugkasten, solange Louis hier ist. Er würde es bemerken. Warum sollte ich da rangehen? Ach, wegen dem... Ich lasse Ihnen Ruhe. Wegen dem Schlüssel? Schloss verlassen? Schloss verlassen. Gehst du oder gehst du nicht? Ich kann ja nicht weg. Zuerst muss ich das finden, weswegen ich hergekommen bin. Ich gehe erst, wenn ich es habe. Du bist kacke, Junge. Ich kann jetzt... Ich hab einen Ticket. Kessel. Muss ich das blaue Zeug selber herstellen? Und so tun, als ob. Ich komme ja jetzt hier nicht weg. Deswegen habe ich ja die blaue Farbe da bestimmt, ne? Ich brauche Wasser. Oh, Samuel. Wie gefällt es dir hier? Ja, ja, super. Hast du dich im Garten umgesehen? Ja, ja, ja. Ja, es ist wunderschön hier. Da fällt mir ein, arbeitet Louis noch im Garten? Ja, er repariert die Türklingel am Haupttor. Kannst du ihm bitte sagen, er soll das später machen und jetzt den Rasen mähen? Natürlich, ich sag es ihm. Zu lieb von dir. Weißt du, ich renne jetzt wieder da raus. Jetzt warte mal. Bin ich hier? Das geht nicht, ne? Das erinnert mich an unseren verhängnisvollen kleinen Brunnen. Ja, aber hier liegt noch niemand drin. Kann ich das machen? Nein. Okay. Oh, ich komme doch jetzt hier gar nicht weg. Verstehe ich jetzt gar nicht. Oh. Können wir miteinander reden? Nein. Was wollen Sie? Louis, Eleanor bat mich, Ihnen auszurichten, dass Sie den Rasen mähen sollen.
Ich kenne meine Pflichten, Sir. Dafür habe ich im Moment keine Zeit. Doch. Okay. Ich glaube, ich gehe jetzt. Was? Ich kann nicht an den Werkzeugkasten, solange Louis hier ist. Er würde es bemerken. Ich bin gerade ein bisschen überfragt. Da ist blaue Tinte drin. Geht doch weiter. Hier, warte mal. Ich werde es mit Wasser füllen. Aha. Hier. Ich habe die Tinte aus dem Federhalter in das Glas gefüllt. Jetzt geben wir ihm das und freuen uns, ne? Ich weiß jetzt nicht, was ich sonst noch machen sollte jetzt gerade. Weil der Typ geht ja nicht weg. Geht der jetzt nicht Rasenmähen? Guten Tag. Richard? Zuerst muss ich dieses Oxidationsmittel finden. Was? Hier, nimm das. Gib ihm das. Das da, gib ihm das. Oh, da willst du mich verarschen. Okay. Also, was muss ich denn jetzt hier noch machen? Was ist denn hier? Was ist, muss ich denn jetzt hier noch machen? Sind ja Etiketten. Hier, kann ich vielleicht ein Etikett da drauf kleben? Nee. Ich. Was mache ich denn jetzt hier? Ich will mir daran nicht die Hände schmutzig machen. Ich hasse dich. Er ist ganz dreckig. Was mache ich damit jetzt? Ich habe keine Ahnung. Schmeiß weg. Gib's in den Ofen. Keine Ahnung. Ich habe hier Brennholz. Das nützt mir nichts. Mir auch gerade nicht. Ich habe keine Ahnung, für was ich das jetzt denn brauche. Williams Todesanzeige. Kann ich dir das nicht einfach vor die... Ich kann dir das nicht geben. Was mache ich denn da jetzt? Wofür brauche ich Scherben, bitte? Ach. Kann ich mit ihm reden? Zuerst muss ich dieses Oxidationsmittel finden. Ich hasse dich. Warum tut er mir das an? Warum kann ich denn das Ding nicht nehmen? Will er mich verarschen? Nur weil ich diese Kackscherben voll... Ich hasse ihn, ich hasse ihn.
Okay. Dann kann ich jetzt hier bestimmt auch was machen, oder? Ich weiß noch nicht was, aber... Davon brauche ich nichts. Okay, das kann ich immer noch. Ich sehe nichts von Interesse. Ja. Okay. Das Holz ist trocken. Es müsste gut brennen. Das muss ich in den Ofen schmeißen. Irgendwas. Das ist der Rest von dem Oxidationsmittel, das ich irgendwoher bekommen muss. Auf dem Etikett steht Oxidationsmittel EX52. Ein Kessel. Muss ich das mit Wasser füllen? Guck nochmal. Muss ich den sauber machen oder auch Wasser reinfüllen? Auf jeden Fall muss ich ein Feuerchen machen. Ich weiß nur noch nicht richtig. Warte mal, ich hab da noch ein Stück. Entweder Kamin bestimmt nicht. Okay, das geht. Gucken wir mal, ob wir ein Feuerchen machen können, ne?